Okay, also erstmal vielen Dank, dass wir mit Ihnen dieses Interview machen können. Ich bin wenn Maurice. Wir, wenn wir andere... sagen erstmal, finde ich cooler, wenn wir uns duzen. Ist es okay? Ja, klar. Ja, gerne. Wunderbar, wunderbar. Sehr schön. Dann Dankeschön, dass du mit uns ein Interview machst. Ich bin Maurice, der andere ist Veit. Wir schreiben eine komplexe Leistung zum Thema Reformation und Transformation. Und genau, deswegen wollten wir Sie erstmal ein paar Fragen fragen. Dich. Genau, Veit fängt mit der ersten Frage an. Okay, ja. Die erste Frage nochmal zur Zeit in der DDR. Du hast ja 1981 schon die erste Band gegründet. Und hatte das nur mit der Musik und dem Spaß zu tun oder hatte das auch schon politische Gründe oder nur Spaß? Nö, eigentlich nur, eigentlich nur Spaß. Also eigentlich, ich war ja im Thomaner-Chor, ich war ja sozusagen, bin ja sehr klassisch groß geworden und wir haben da die ersten Rockpaläste damals. Der Rockpalast war so eine Sendung in der ARD, die lief. Das waren live übertragene Konzerte aus Essen, aus der Krugerhalle. Und da haben so Bands wie, was weiß ich, Police und The Who und ich habe das damals gesehen und fand das geil. Und da haben wir eben gesagt, das machen wir auch und haben eine Band gegründet. Das war alles großer Zufall, weil einer von uns, sein Vater war Pfarrer von Wolfgang, der Vater war Pfarrer. Und da war im Pfarrhaus, standen Schlagzeug rum. Und ja, das war alles echt ein Riesenzufall. Und deswegen haben wir einfach, ehrlich gesagt, angefangen, Krach zu machen. Okay. Okay, du warst ja auf dem Montagsdemos damals, vor der Wende. Und da wollte ich dich fragen, was dich an der DDR gestört hat und was du versucht hast, dagegen zu machen. Ach, das ist immer sehr schwierig. Also ich glaube, alle haben damals gemerkt, dass irgendwas schief läuft. Und alle haben gemerkt, dass gerade durch Gorbatschow, durch das, was in der Sowjetunion passierte, irgendwie ein frischer Wind weht. Und dass wir da irgendwie gedacht haben, hey, lass da irgendwie was machen. Also ich muss auch ganz klar sagen, ich war nicht irgendwie einer der allerersten, ja. Ich war damals, als das alles losging, 22, 23 Jahre alt. Und wir haben einfach gemerkt, dass um uns rum irgendwas abgeht, dass sozusagen vor unserer Haustür was ganz Bedeutendes passiert. Und haben uns dann Montag für Montag, Woche für Woche weiter vorgewagt. Und auf die Frage, was uns gestört hat im Osten, das kann man, glaube ich, gar nicht so kurz beantworten. Weil, also ich glaube, dass man das vielleicht sogar mit zwei Gedanken beantworten muss. Der erste Gedanke ist, natürlich hat uns genervt, dass wir gemerkt haben, dass, was weiß ich, dass wir nicht reisen durften, obwohl wir in Thomanerchor, wir durften reisen, das war auch noch so ein Ding, wir waren da sehr privilegiert, aber dass wir, dass das allgemein die Leute eingesperrt waren, dass allgemein man mit einer extremen Willkür um einen rum immer wieder rechnen musste, dass du sofort für irgendwas eingeknastet oder verhaftet werden konntest, wenn du irgendwie zu laut irgendwas gesagt hast. Auf der anderen Seite, und das ist der zweite Teil der Antwort, versuche ich immer wieder zu sagen, dass man sich nicht vorstellen muss heute, dass wir damals einen ganzen Tag mit traurigen Gesichtern rumgerannt sind und dass wir einen ganzen Tag nur geweint haben und dass wir keine Witze erzählt haben und dass wir keinen Spaß hatten. Also ich glaube, meine Eltern waren schon sehr politisch auch. Es lief immer bei uns zu Hause Deutschlandfunk und wir haben Tagesschau gesehen und wir haben über viele Sachen diskutiert. Und wir haben uns sozusagen eingerichtet. Also wir haben uns arrangiert mit dem, was war. Und heute ist es total leicht, von irgendwelchen, entweder von jüngeren Leuten oder auch von Leuten aus dem Westen, die es eben nie erlebt haben, zu sagen, wie habt ihr das ausgehalten, warum seid ihr nicht abgehauen, seid ihr bescheuert, warum habt ihr das irgendwie über euch ergehen lassen. Ich will jetzt gar nicht sagen, es war gar nicht so schlimm, weil natürlich war die Mauer ätzend und natürlich war der Schießbefehl und die ganze Willkür hat alles tierisch genervt, aber es war nicht so, dass wir da jeden Tag von früh bis spät dran gedacht haben. Also wisst ihr, mein Spagat ist immer ein bisschen der, dass ich einerseits sage, wir haben was gegen dieses fucking System gehabt und haben uns irgendwie auch dagegen aufgelehnt, aber andererseits war es nicht so, dass wir eben da so drunter gelitten haben, dass wir den ganzen Tag nur gedacht haben, scheiße, was ist denn das eigentlich hier? Also wir haben uns eingerichtet und ich glaube, es ist sehr schwer im Nachhinein das irgendwie so zu sagen, aber ihr wisst, glaube ich, was ich meine, ja. Also das ist nicht, also die Antwort ist, glaube ich, ganz einfach, Schwarz-Weiß-Denken ist immer Kacke. Man sollte immer versuchen, alles differenziert zu betrachten. Wie gesagt, es war damals nicht alles Gold, es ist heute auch nicht alles Gold, was glänzt. Es gibt heute auch ganz viele Sachen, gegen die man sich wehren sollte, gegen die man irgendwie aufstehen sollte. Und ich glaube, was ich aus der damaligen Zeit gelernt habe, dass man
wach bleiben sollte, auch politisch, dass man irgendwie aufpassen sollte, dass kein Scheiß passiert und dass man den Leuten, die uns sozusagen regieren, dass man erstmal froh sein sollte, dass wir in so einem freiheitlich-demokratischen System leben, in so einem freiheitlich-demokratischen Rechtsstaat, um es mal so verschwurbelt zu sagen. Aber andererseits, dass man eben den Leuten auch echt auf die Finger gucken sollte und manchmal eben sogar auch auf die Finger klopfen sollte. Und dass man einfach wissen sollte, dass wir, egal ob das 1989 war oder ob das heute ist, dass wir selbst es sind, die sich darum kümmern, in was für einer Welt wir leben. Und dass wir, wie gesagt, uns darum kümmern sollten und nicht einfach sagen, die da oben machen das schon und wir lehnen uns mal zurück und lassen alles über uns ergehen, sondern es passiert genug Scheiß um uns rum. Morgen ist diese komische Demo wieder, wo ich sage, hey, da sollten wir hingehen, da sollten wir uns irgendwie dagegen stellen. Und das sind alles Sachen, wo ich immer denke, das habe ich vielleicht aus der damaligen Zeit oft gelernt. War jetzt eine lange Antwort, aber ich hoffe, einigermaßen befriedigend. Ja, war gut. Und du warst dann auch auf den Montagsdemos immer, aber damals bei diesem einen Tag, wo es dann soweit war, hast du ja auch oft gesagt, dass du da nicht die ganze Zeit da warst oder später, und das hast du ja auch oft gesagt, dass du das bereust. Und warum genau ist das so? Also warum bereust du das so? Naja, ich bereue es natürlich deswegen, weil es heute nicht so gut kommt, zu sagen, ich hatte nicht den Arsch in der Hose, also da irgendwie da dabei zu sein, ja, weil das natürlich irgendwie kein Ruhmesblatt ist, sozusagen. Aber andererseits ist es, glaube ich, auch okay, das heute zu erzählen, weil man muss, glaube ich, immer wieder sagen, also gerade eben auch, ich sage das nochmal, den Leuten, die damals nicht dabei waren, egal ob ihr das seid, die ihr zu jung seid, oder egal ob das Leute sind, die aus dem Westen immer so in den Osten rübergucken und sagen, na ihr mit eurer komischen, mit eurem Montagsdemos, mit eurer friedlichen Revolution, das war ja alles auch nur ein großes Volksfest und ein großer Spaß. Nee, das war es nicht. Also ich war zum Beispiel an dem 2. Oktober, an dem Montag vorher, vor dem 9. Oktober, war ich mit Wolfgang zusammen bei den Montagsdemos und da haben wir gesehen, wie die Staatsgewalt dazugeschlagen hat und wie vor der Thomaskirche die scharfen Hunde losgelassen worden sind und wie die Polizei anfing loszuknüppeln und wie die Leute gerannt sind. Und wir saßen in meinem Trabi, also wir waren vorher schon bei der Demo gewesen, sind ein kleines bisschen vorher wieder zurück. Mein Trabi stand, glaube ich, irgendwie in der Gottschedstraße und wir haben dann gedacht, wir fahren nochmal rein ins Getümmel. Und als wir dann da drin waren, standen wir genau vor der Thomaskirche. Wenn du aus der Thomaskirche rausgehst, ist ja dieser kleine Park davor, wo auch das Mendelssohn-Bach-Denkmal steht. Und daneben geht der Park weiter. Und wir standen sozusagen in der kleinen Schlippe, die dann runterführt zum Passagekino. Ja. Und da kam auf einmal Polizei angerannt, machten vor uns die Polizeikette zu. Und wir standen mit meinem Trabi genau, dass wir die Thomaskirche sehen konnten. Wir standen sozusagen genau an der Ecke. Ja. Und der Zug kam vom Dietrichring und ist in die Thomaskirche, also in Richtung, wo es zu dem Parkhaus runtergeht heute, ist der Zug reingegangen. Und da haben die Leute dann zugeschlagen. Und da haben wir echt gesehen, was da abgeht. Und das war nicht schön. Und das war wirklich irgendwie, ja, das war einfach nur, das war gruselig. Ja. Und wenn du das gesehen hast, dann hast du dir überlegt, ob du am nächsten Montag da wieder hingehst. Zumal für den nächsten Montag auch die Zeitungen voll waren, die Leute Gerüchte transportiert haben, dass die sogenannte chinesische Lösung vollzogen wird. Also das, was auf dem Platz des himmlischen Friedens passiert war im Juni desselben Jahres, das sollte in Leipzig auch passieren, also dass scharf geschossen wird sozusagen. Und auch meine Eltern haben damals gesagt, ey Junge, geh da nicht hin und du bist doch nicht doof und was weiß ich was. Und ich hatte einfach Schiss, so einfach ist das. Und deswegen bin ich nicht hingegangen und war dann eben erst um 7 oder so in der Stadt, als das alles schon vorbei war. Und ja, im Nachhinein ärgert es mich, aber andererseits ist es trotzdem, glaube ich, ganz praktisch, heute den Leuten zu sagen, das war kein Spaziergang und das war kein Spaß, sondern das waren echt mutige Menschen, die da damals auf den Straßen waren. Und ich war eben nicht mutig genug. Okay, und war mit der Wende dann ihr Ziel erreicht? Das ist auch sehr schwierig, weil das hat sich ja schon während der Montagsdemos extrem verändert, dass sich die Slogans geändert haben, dass aus wir sind das Volk wurde, wir sind ein Volk. Und dann kamen die Ersten, dann kam auf einmal über Nacht, waren irgendwie ein Haufen Deutschlandfahnen da, die alle ganz frisch waren, die eben importiert waren. Dann waren die ersten Republikaner-Flyer, also irgendwelche Nazi-Propaganda, ging da durch die Gegend, und wo wir schon gemerkt haben, oh ey, was ist denn jetzt hier los? Und ich weiß noch, dass ich bin irgendwann dann, also als die Mauer schon gefallen war, irgendwie November, Dezember, ich bin dann irgendwann nicht mehr hingegangen, weil das war dann wirklich ein Volksfest. Das war wirklich irgendwie ein ganz komisches Ding. Und ob die Ziele erreicht sind, also ich glaube, das ist so eine Frage, die kann man
eigentlich nur beantworten, indem man sagt, das Ziel ist eigentlich nie erreicht. Also da drehen wir uns jetzt im Kreis, da dreht sich der Greis im Kreis, weil Demokratie ist irgendwie ein Ding, das erkämpfst du dir zwar irgendwie, aber du musst dich trotzdem jeden Tag wieder darum kümmern, dass das so bleibt. Also es ist kein Selbstläufer. Und wir sehen das ja zurzeit um uns rum, wenn wir in die USA gucken gerade, was da abgeht, da fragst du dich irgendwie, was ist denn da eigentlich mit Demokratie? Ist das eigentlich noch demokratisch, was der da abzieht, der Trump? Oder wenn du nach Polen guckst, wo irgendwie wirklich demokratische Grundrechte ausgehebelt werden, wenn du in viele andere osteuropäische Staaten guckst, wenn du allgemein guckst, was gerade für einen Rechtsruck stattfindet, wenn du auch bei uns guckst, was auf einmal für Leute in Parlamenten sitzen, und ihr wisst, dass ich jetzt die AfD meine, die ja wirklich irgendwie echt undemokratische Scheiße transportieren, dann muss man wissen, dass die eigentlich nie erreicht ist, sondern dass das Ziel immer ist, sich darum zu kümmern, dass wir Dinge erhalten, die uns wichtig sind und dass wir auch Dinge verbessern. Also es sind ja auch, seit dem Mauerfall sind ja viele Sachen noch passiert, die auch die Demokratie bei uns sozusagen noch weiter vorangebracht haben, also die verbessert worden sind. Was weiß ich, ob du jetzt über Homo-Ehe redest oder ganz verschiedene Sachen, die eben, also ich glaube, Demokratie ist immer so ein kleines Ding, in ganz kleinen Schritten, da passieren viele Dinge und da sollte man sich dran beteiligen und sollte nicht sagen, das machen irgendwelche Leute, die Politik gelernt oder studiert haben, sondern wir alle sind dafür verantwortlich, uns darum zu kümmern. Ich weiß, klingt alles ein bisschen so hier und ein bisschen salbungsvoll, aber so ist es meiner Ansicht nach. Okay. Und dann, als dann die Wende dann war und die Wiedervereinigung auch alles gab, was hattest du denn so alles für Möglichkeiten, die du vorher nicht hattest? Also, und was hast du dann dir gewählt, was du da machen willst? Naja, erstmal war natürlich der Hammer, dass wir waren ja schon mit unserer Band damals im Osten einigermaßen erfolgreich und haben auch ganz gut Geld verdient und waren auf einem ganz guten Weg. Aber als dann die Mauer gefallen war, also erstmal, das erste Jahr 1990 war ziemlich ätzend, weil da nicht viel ging, weil keine Sau sich mehr allgemein für Musik aus dem Osten interessiert hat. Aber dann waren wir sehr umtriebig, wir waren sehr fleißig. Wir haben jedem, ob er es wollte oder nicht, unsere Demo-Kassetten damals in die Hand gedrückt und haben alle genervt und haben allen erzählt, wie geil wir sind, was wir für eine tolle Band sind. Und irgendwann hatten wir das Glück, dass eben Leute auf uns aufmerksam wurden, die uns dann Türen aufgemacht haben, dass wir andere Leute getroffen haben. Also wir waren in Berlin bei so einem, heute würde man sagen, es war eine Castingshow, also ohne Fernsehen, ohne Medien, sondern da haben irgendwelche Plattenchefs und irgendwelche Verlagsleute aus West-Berlin haben sich junge Leute, junge Bands, junge Künstler eingeladen und haben die sozusagen vorspielen lassen. Und wir sind dahin und haben da a cappella Sachen vorgesungen. Und da waren eben ein paar Leute dabei, die haben gemerkt, ey, das ist ganz cool, was die machen. Und dadurch hat dann zum Beispiel Annette Humpe, die Sängerin von Ideal, die jetzt gerade vor ein paar Tagen 70 Jahre alt geworden ist, die hat unsere Kassette gekriegt. Und die kam dann nach Leipzig und hat uns besucht. Und dann haben wir mit ihr zusammen die ersten Songs aufgenommen. Dann hat sie uns nach Hamburg geholt, sind wir da ins Studio gegangen. Dort haben wir Udo Lindenberg kennengelernt, die hat uns damit auf Tour genommen. Also das waren alles ganz viele, auch Zufälle übrigens, die uns dann irgendwie, die dann dafür gesorgt haben, dass wir auf einmal irgendwie, Popstars waren. Also das war natürlich irgendwie auch Riesenglück, muss man auch sagen. Ja? Also, aber andererseits, ja, wir waren eben auch fleißig und wir sahen besser aus als alle anderen und haben geilere Musik gemacht. Die Ziele, also das war schon das Hauptding für mich immer. Musik machen und irgendwie, ja, eben damit erfolgreich sein, vor vielen Leuten spielen, Platten machen. Und deswegen war sozusagen der Markt, um das mal so zu sagen, der war auf einmal viel, viel größer. Also wir hatten eben nicht mehr nur die DDR, wo wir irgendwie von Rügen bis irgendwie Suhl spielen konnten, sondern wir hatten auf einmal dann eben, wir konnten auf einmal die ganze Bundesrepublik und Österreich und Schweiz, die haben wir uns sozusagen geholt. Und das war schon der Hammer. Und wie hat sich die Band nach der Wende verändert, also musikalisch oder auch allgemein? Das ist auch sehr schwierig. Also erstmal ist es ja so, dass du, also erstmal
wir sind nach wie vor in derselben Besetzung zusammen, in der wir schon immer zusammen sind, seit 1900, also wie gesagt, angefangen, die erste Band mit Wolfgang zusammen gegründet, 81, dann kam irgendwann Jens und Henry dazu, das war 87 und 89, und dann kam 91 Tobias dazu. Und dann waren wir zu fünf sozusagen der harte Kern. Dann kam auch 91 Ali dazu, der Schlagzeuger, und der Neue bis heute sozusagen ist Matthias, unser Bassgitarrist, der ist seit 1994 dabei. Und das ist trotzdem die Besetzung, die nie gewechselt hat. Ja? Und dass du dich natürlich veränderst, erstmal sehr bewusst, weil du auch andere Sachen machen willst, weil du dich nicht wiederholen willst, ist sowieso klar. Aber dass du dich auch menschlich veränderst und dass sich auch irgendwelche Wertigkeiten in deinem Leben verändern. Erstmal, wenn du Familie gründest, wenn du Kinder hast auf einmal, dann merkst du irgendwie, hey, ist ja auch ganz cool, sich da mal drum zu kümmern und nicht nur irgendwie den ganzen Tag die Musik im Kopf zu haben. Und dadurch entwickelst du dich natürlich auch auseinander. Aber ich glaube, dass das auch normal ist. Und was ich irgendwie was ich einen Hammer finde, dass wir jetzt irgendwie gerade vorbereiten, neues Album, 30 Jahre Prinzen. Wir suchen nach Gemeinsamkeiten, finden die Gemeinsamkeiten auch und merken, dass uns viel, viel mehr verbindet, als uns trennt. Also, dass wir, obwohl wir uns teilweise eben auch wirklich auseinanderentwickelt haben, was normal ist, dass wir wissen, was wir wollen und dass wir wissen, dass wir die Prinzen sind und dass wir hoffentlich nächstes Jahr nochmal an die Glocke hauen. Mhm. Und zum Abschluss jetzt wollten wir nochmal wissen, ob du selber denkst, dass in der DDR waren die Herzbuben ja, wir waren ja schon ziemlich bekannt auch, aber ob du denkst, dass sie dann auch geschafft hätten, so bekannt zu werden, wie sie es jetzt sind, also natürlich nur innerhalb der DDR da. Das weiß ich nicht, ehrlich gesagt. Also mir hat mal jemand gesagt irgendwie, dass wir das Glück hatten, dass wir im Osten noch nicht so bekannt waren, dass wir sozusagen nicht diesen Stempel DDR-Band irgendwie auf der Stirn trugen, ja. Aber ich glaube am Ende, dass das den Leuten eigentlich scheißegal ist. Wenn die Mucke, die du machst, wenn die Texte, die du schreibst, wenn das, was du transportierst, wenn die Haltung, die du transportierst, wenn all das irgendwie einen Zeitgeist trifft, was auch immer ein Riesenglück ist, wenn du das hinkriegst, dann ist es den Leuten scheißegal, ob du irgendwie im Osten schon groß warst oder nicht. Also ich glaube, am Ende liegt es daran, was du machst. Und also ich kann nur sagen, ich versuche immer bei dem zu bleiben, was ich bin. Ich versuche auch neue Wege zu gehen. Wir versuchen alle neue Sachen zu machen. Wir haben jetzt zum Beispiel für die neue Platte versucht, mit anderen Leuten außerhalb der Band zusammen Songs zu schreiben, was uns richtig gut getan hat, weil es wirklich einfach frischer Wind ist, weil wir kennen uns einfach wirklich schon seit unserer Kindheit, seit wir 10 Jahre alt sind, kennen wir uns, ja. Und da ist es, glaube ich, immer mal ganz gut, über den Tellerrand rauszugucken und mit anderen Leuten was auszuprobieren und ja, irgendwie ein bisschen eine Frischzellenkur zu machen. Und hat, glaube ich, mit der Frage jetzt nicht viel zu tun mehr, oder? Also, das ging jetzt nach Herzbuben. Ob die Herzbuben sozusagen genauso ihren Weg gegangen wären, wenn sie im Osten schon ein bisschen größer geworden wären, gewesen wären. Ich glaube, ehrlich gesagt, ja. Wenn wir dasselbe Glück gehabt hätten, wenn wir genauso umtriebig und fleißig und von dem besessen gewesen wären, wie wir es waren. Okay, dann vielen Dank, dass wir hier das Interview mit dir machen konnten. Hey, und cool. Ich denke, Sie haben alle Fragen gut beantwortet. Und danke, eins. Hoffentlich. Ich mache mal hier ein Erinnerungsfoto von uns allen. Yeah! Wir können sogar einen Screenshot machen. Habe ich vorhin gelernt beim Kreuzer-Interview. Ja, mach mal. Warte, wir lächeln alle. Cool. Ich schicke das rum, ja. Kriegt er dann per Post. Super. Cool. Kann erst später ausgezählt werden. Wir machen mal den offiziellen Schluss. Ja. Dankeschön. Und jo. Wir